Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir Zypern den Rücken gekehrt und sind wieder in Dubai. Und zwar heute nehmen wir euch mit ins Museum of the Future. Wir haben jetzt schon über 6 Monate versucht, hier ein Ticket dafür zu bekommen. Jetzt ist es endlich soweit. Dann werde ich euch gar nicht mal länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt rein und schauen, was dieses Museum zu bieten hat. Digital avatar. Aya here will be with you throughout your journey, so you're gonna see her everywhere. Aya will begin telling you about what your journey is going to look like, and once she is done, you will be entering the space shuttle. So the museum will have 5 levels. Each level has a different story to why it's in the future. The last level will be for kids below 10 years old. Okay. Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I'm brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence can take in many forms, from light to sound, and spinal. Your journey begins in a very special place and time. Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. Also wir sind jetzt mit dem Space Shuttle rauf hier auf die Space Station OSS Hope. Wir sind jetzt im Jahr 2071. Ist wirklich bemerkenswert, wie die das Ganze gemacht haben. Das ganze Museum of the Future ist auf 5 Leveln. Jedes Level hat quasi seine eigene Zeitzone in der Zukunft. Und wie gesagt, jetzt sind wir gerade hier im Jahr 2071 und man sieht die Technologie der Zukunft, also wie das Ganze in Zukunft sein wird mit Photovoltaikpanelen und so weiter. Sehr, sehr interessant. Was richtig cool ist, man kann hier fast überall sein Armband abscannen und kann dann die verschiedensten Funktionen hier austesten. Schaut euch mal hier im Hintergrund an, wir fliegen gerade über die Erde. Wir sind jetzt gerade in der Nähe von Buenos Aires in Argentinien. Also ich bin wirklich begeistert. Okay, scan my face. Also, ich bin jetzt bald ein Astronaut. Lachender Astronaut. So wie es ausschaut, werden sie sich in 2 bis 3 Wochen zurückmelden. Ich glaube, meine Bewerbung war ganz gut. Ich denke, ich werde dann auf der nächsten Mission als Astronaut sicher mit dabei sein. Es geht wieder zurück auf die Erde. Wir sind jetzt in der Kapsel und wieder zurück nach Dubai. Wir
raus aus der Space Station in den zweiten Teil. Und zwar jetzt geht es ins Health Institute. Ich denke mal, da wird es darum gehen, wie sich die Medizin in den nächsten Jahren verbessern und verändern wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das wird schon ganz interessant. Ich wechsle jetzt mal die Kamera auf die andere Seite. Also das ist Dubai im Jahr 2071. Wird schon ein bisschen was geflogen hier. Also ich war ja schon in einigen Museen weltweit, aber das hier toppt definitiv alles. So viel und Technologie habe ich definitiv noch nie gesehen. Wahnsinn! Schaut euch das an. Das sind quasi alle Lebewesen, alle Pflanzen, Bakterien und Pilze sind hier ausgestellt. Alles als eigenes 3D-Hologramm. Christina ist voll begeistert. Sind wir im Observatorium. Schaut euch das an. Also wenn es um Animationen geht, das können die. The ancestors plant the trees, the descendants enjoy the shade. Viel Wahres dran, viel Wahres dran. Chapter 2 sind wir durch, jetzt geht es weiter zu Chapter 3, Al-Waha. Das Museum of the Future, es wirkt von außen schon relativ groß. Aber innen ist es noch mal deutlich größer. Das hätte ich mir nie so riesengroß vorgestellt. Ich dachte, das ist viel, viel kleiner. This place was developed to offer the people of Dubai an escape from the overwhelming demands of their digital lives. There is a place where you are invited to disconnect from technology and reconnect to your mind, body. Also hier gibt es verschiedene Therapiearten für den Körper. Da wo wir jetzt drauf fahren, das ist so ein spezieller Sand, der die Durchblutung im Körper anregt. Also funktioniert jetzt noch nicht wirklich, aber soll so in der Zukunft dann sein. Und jetzt gehen wir in die Grounding Therapy. Okay. So die elektromagnetischen Felder im Körper neutralisieren. The mental alleviates your body of any stresses or any inflammations in your heart. It takes 2 minutes. Once it's done, once you hear the bell, then you can go. Okay, thank you. So we'll come in. Field therapy. Place your hands above the bell. The more you feel, the more your mind expands. Jetzt sind wir im Meditationsraum. Also, Christina wird sicher meditieren jetzt. Sehr cool, das war jetzt Level 3. Und jetzt gehen wir noch Level 2 und 1, Tomorrow und Today. Okay, also Tomorrow und Today, das ist eine Ebene. Und hier gibt es sehr viele coole Sachen. Leute, gebt euch mal diesen Audi. Nice. Christina natürlich schon wieder beim Bike. Die E-Bikes der Future. Du hast ja kein Schloss mehr, kannst mit Fingerprint abschließen. Mit Fingerprint kannst du den abschließen? Yep. Natürlich auch deutsche Ingenieurskunst vertreten hier. Fortbewegungsmittel der Zukunft, ja? Zustellung der Zukunft. Also was wir definitiv brauchen in der Zukunft, ist ein wandelnder Kaktus. So, dann gibt es ja auch einen Cyberdog. Das ist für alle, die gerne ein Haustier hätten, aber auch viel unterwegs sind. Da brauchen wir sich nicht drum kümmern. Wenn man auf Urlaub fährt, schaltet man ihn einfach aus. Das ist zum Beispiel ganz cool, hilft dann auch gehbehinderten Menschen, dass die sich wieder bewegen können. Payment-Implantate, ein Chip unter die Haut, um getrackt zu werden, um bezahlen zu können. Wir sind jetzt hier am Viewing Deck vom Museum of the Future. Sehr beeindruckend, sehr spektakulär. Und man sagt ja auch, das ist das schönste Gebäude der Welt.
kann nichts dagegen sagen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ist beeindruckend. Ja, vielleicht nicht das Schönste, aber definitiv das Modernste mit den meisten Features. Du kannst für 145 Dirham kann man sich 3x5 Milliliter Parfum machen lassen. Based on your personality. On your personality? Yeah. Musst du das für dich machen? Also Leute, das hinter mir ist richtig cool. Das nennt sich Algorithmic Perfume. Das kennt man so einen QR-Code ein und füllt man einen Questionnaire aus und anhand deiner Persönlichkeit wird dann automatisch ein Duft gemixt und ja, das machen wir jetzt mal. Christina füllt schon den geheimen Fragebogen aus. Oh, jetzt hat es quasi einen Code gegeben nach dem Bezahlen, den gibt sie jetzt hier ein. So, now let's see if it's any good or not. The first one? I need to let the alcohol flash off a little bit. So what do you say? The first one, is it good? Interesting. Besser? So Leute, nun kommen wir auch schon wieder zum Ende unseres Videos. Es war wirklich interessant. Wir haben jetzt hier fast 2 Stunden verbracht. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar Parfums für die Christina gemacht. Kurzes Fazit, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was man hier geboten bekommt. Ich kann jedem empfehlen, wenn man mal in Dubai ist, das Museum of the Future zu besuchen. Was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe, bucht eure Tickets mindestens 2-3 Wochen im Voraus, weil wenn ihr das direkt machen wollt, wird es wahrscheinlich schwierig. Es sind sehr, sehr viele Leute hier. Es ist alles sehr, sehr schnell ausgebucht. Und ja, geht's durch. Es ist sehr interessant, speziell das jetzt hier mit den Parfums. Christina hat jetzt 3 neue Parfums sich mischen lassen und die sind auch sehr, sehr gut. Also wirklich eine tolle Sache. Ansonsten war es das, wie gesagt, für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.